Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau, hier zum Neumond am 8.8. Ja, ein kraftvolles Portal. Ich habe dazu schon ein extra Video gemacht und ich möchte gerne hier nochmal in diese Neumond-Energie eintauchen. Und nochmal so ein bisschen tiefer spüren, welche Energien begleiten dich in diesen Neumond hinein und wie zeigt sich das Ganze. Mein Name ist Siro Sabine Haller von lebensradweg.de. Ich freue mich, dass du hier bist. Ich freue mich ganz besonders, hier heute in diesen Neumond schauen zu dürfen, in diese Energien, die sich schon wirklich einige Tage zuvor bemerkbar machen und wo vielleicht dein Leben schon ein Stück weit auf die neue Energie ausgerichtet wird. Ja, meine lieben Erdzeichen, lasst uns mal schauen, was hier so in den Karten liegt, welche Energie sich zeigt, welche Richtung sich zeigt, welche Weisheit deiner Seele und wie sich die ganze Energie dann zum Ausdruck bringen möchte. Wobei die ganze, das ist ja jetzt schon wieder weit hergeholt. Na, schauen wir mal. So, Rest, das Ausruhen, der Urlaub, still werden, bei dir ankommen, Ruhe, Entspannung, deine Energie wieder ausbalancieren, deinen Geist aufladen, deine Energie, vielleicht auch deine Batterien aufladen. Und wenn ich die Karte so anschaue, das sieht sehr, sehr einladend aus. Ganz im Gegensatz zu hier bei mir, da ist doch meistens alles grau in grau, wobei auch gerade jetzt mal die Sonne rauskommt. Und ja, spür da für dich hin, wie oder in welcher Form du da für dich in die Ruhe, in die Entspannung kommen kannst, eben um deine Akkus, deine Kraftreserven auch wieder aufzufüllen. Eine kraftvolle Einladung hier zum Neumond. Und hier kommt schon eine Karte rausgesprungen. Das ist schön, der Geist des Ortes. Und vielleicht bist du oder planst du einen Wochenendausflug, einen Urlaub, keine Ahnung, dein Ausruhen, dein Auftanken an einem bestimmten Ort. Vielleicht kommt dir auch direkt jetzt schon etwas in den Sinn. Vielleicht bist du an einem Ort, wo es Delfine gibt, vielleicht ein anderer Ort, der dich magisch anzieht. Verbinde dich mit dem Geist des Ortes. Ich glaube, da kannst du nochmal tiefer entspannen und nochmal ganz andere Botschaften auch für dich empfangen. Kommt hier gerade rein. Weil das Ausruhen, das Stillwerden ist ja auch so der Moment, wo sich dein Herz, dein Geist, dein Spirit öffnet, um eben Informationen, Botschaften zu erhalten. Vielleicht fragst du auch gerade nach einem neuen Weg. Also der Neumond steht ja sowieso immer für Neuanfänge und dieses 8-8-Portal, also ja, da ist wirklich einiges auf Neuanfang gestellt. Und schau dir gerne, ich habe es zu Beginn schon gesagt, einfach dieses Video dazu nochmal an, zu dem 8-8-Löwe-Portal. Da sind sehr, sehr kraftvolle Neuanfangsenergien und womöglich zeigt sich da ein Blick in deine Zukunft. Also alle Weichen stehen hier auf Zukunft, auf Klarheit. Ich nehme hier auch wirklich ganz, ganz viel Klarheit wahr
und mit dem Geist des Ortes womöglich auch ein Platz für dich, wo du alte Energien transformieren kannst, wo du Kraft tanken kannst, wo du Klarheit findest für dich, für deinen Weg, für die nächsten Schritte, die hier womöglich anstehen, um dieses 8-8-Portal oder diesen Neumond hier ganz kraftvoll für dich zu nutzen, um dich auf deine Zukunft zu fokussieren. Der Geist des Ortes, das spricht mich sehr an. Und vielleicht gibt es da eine Möglichkeit für dich, ja, dich da tiefer zu verbinden. Schau mal, der Magier an der Unterseite. Also, da liegt einiges an Magie in der Luft, mein liebes Erdzeichen. Und ja, vielleicht sogar Magie, die in der Luft liegt, die durch dich jetzt geerdet werden möchte. Oder wenn du, ja, du bist ja sowieso sehr bodenständig, sehr fokussiert, vielleicht gilt es da jetzt mal ein bisschen die Magie in dein Leben einzuladen. Ja, auch eine Möglichkeit. So, jetzt möchte ich aber schauen, wie sich das Ganze zeigen möchte, manifestieren möchte. Ja, der Magier, die erste, das heißt nach dem das Tarot beginnt mit der Null, mit dem Narr, ein Zyklus, der vollendet ist, und jetzt mit der Eins etwas Neues, was hier beginnt. Ja, ich bin jetzt gespannt. Ja, die 10 Schwerter. Hier unter dieser Erholungskarte. Und vielleicht gilt es mal für dich, liebes Erdzeichen, mal deinen Kopf still werden zu lassen. All diese ganzen Meinungen und ich sollte doch und ich müsste doch und ich weiß ja gar nicht wie, all das mal loszulassen. Und deine Gedanken auch nicht zu sehr immer wieder auf die Zukunft zu fokussieren, sondern im Moment ankommen. Und im Moment ankommen kannst du, wenn du still wirst, wenn du bei dir ankommst, wenn du dich ausruhst, auch deinen Körper zur Ruhe bringst, dich womöglich hier mit dem Geist des Ortes verbindest, wo auch immer du da deinen Kraftort für dich hast. Und da kommen diese ganzen Gedanken zur Ruhe. Es kann durchaus sein, dass du hier einiges an Kopfschmerzen hast von dieser ganzen Denkerei. Und ja, zur Ruhe kommen. Die 7 Scheiben. Wirklich zur Ruhe kommen, mal nachspüren. Die 7 Scheiben, die sind schon so diese leise Vorgeschmack der Ernte. Und vielleicht ist der ein oder andere Apfel in deinem Garten, an deinem Apfelbaum schon reif und du kannst dich da mal hinsetzen und den schon genießen, in Ruhe, dich mit der Energie des Apfels vielleicht sogar auch verbinden, des Apfelbaums, mit dem Geist dieses Ortes. Vielleicht sogar auch ein Ort in dir und dann kannst du diese Magie spüren, die in diesem Moment liegt, weit außerhalb der Gedanken um deine Zukunft. Ich glaube wirklich, dass es hier ganz viel darum geht, im Moment anzukommen bei dir. Die 6 Scheiben, eine neue Balance, ein Ausgleich. Ein energetischer Ausgleich in dir, vielleicht auch ein Ausgleich im Außen. Das passt wieder hier zum Ausruhen, wirklich dir Zeit nehmen, dich mal verwöhnen lassen, weil hier wird dir ja eingeschenkt, vielleicht ein Treffen mit einer Person oder mit mehreren Personen, die auf dem gleichen Weg sind wie du, ein Austausch.
Wobei ich den jetzt hier nicht so lebendig wahrnehme. Ich habe eher hier so das Gefühl, dass es darum geht, auch im Zusammensein still zu sein und aus der Tiefe die Impulse emporsteigen zu lassen, die dann sich zeigen möchten. Der König der Schwerter. Ja, neue Entscheidungen, neue Visionen, ein neues Bild. Ich liebe ja diesen Vogel hier auf dem Bild und vielleicht braucht es dieses größere Bild, dieses von oben auf dein Leben schauen. Das funktioniert aber nicht, wenn du hier komplett im Kopf bist. Das funktioniert, wenn du in die Stille gehst, wenn du dich ausruhst, wenn du dir Raum gibst, wenn du auch diesem Bild, was ich da entfalten möchte, Raum gibst. Und vielleicht braucht es hier eine ganz klare Entscheidung von dir auch, wo du sagst, ich lasse jetzt mal all diese Geschichten, diese Gedanken, diese Zukunftsvisionen, diese Gedanken an die Vergangenheit und wie was werden könnte, sollte, müsste, dürfte. Ich lasse das mal alles los. Vielleicht braucht es wirklich diese klare Entscheidung von dir, weil der König der Schwerter, der steht eben auch für klare Entscheidungen. Und die Königin der Schwerter, die dann mit Weitblick, super genial, eine etwas außenstehendere, übergeordnetere Position einnimmt und dann mal so mit Weitblick schaut, wie sich die Energie, die da aus deiner Stille, aus deiner Ruhe, aus diesem Ausruhen sich entfalten möchte. Super genial. Du darfst hier wirklich, ja, aus dem Vollen schöpfen, möchte ich fast sagen. Wobei die sieben Kelche hier auch so ein bisschen gefühlt als Warnung dastehen, dich nicht wieder zu sehr in deinem Kopf zu verlieren. Die sieben Kelche, das sind die unterschiedlichen Möglichkeiten, die dir das Leben bietet. Kelche, die mit unterschiedlichsten Dingen gefüllt sind, mit materiellen Dingen, vielleicht mit Zeit, mit einem wundervollen Sonnenuntergang, mit einem wundervollen Ort, an dem du auftanken kannst, vielleicht mit einer Ernte, die jetzt ansteht. Das, was jetzt hier gerade noch reinkommt, ist, dass du dich bitte nicht zu sehr mit diesen Gedanken, wie soll ich das umsetzen, verbindest, sondern einfach aus dieser inneren Fülle schöpfst. Der Neumond, liebes Erdzeichen, der öffnet dir hier wirklich die Türen, um etwas noch klarer zu erkennen, was dich wirklich kraftvoll in deine Zukunft tragen wird. Ich glaube, dass es hier auch darum geht, dein Licht nicht mehr unter den Scheffel zu stellen, dich nicht mehr kleiner zu machen oder über andere zu stellen. Und mit dem Magier sagt mir das auch hier, dass da eine ganz neue Reise aus dieser Erkenntnis, aus dieser Transformation, dieses Neumondes für dich ansteht. Eine ganz neue Reise in eine Zukunft, die sich womöglich jetzt noch gar nicht beschreiben lässt. Und du musst sie auch nicht beschreiben, weil dann bist du ja wieder im Kopf. Es reicht, wenn du sie fühlst. Tief in dir, in deinem Herzen fühlst, in der Stille, dich womöglich mit dem Ort, an dem du diese Vision empfängst, verbindest, um die Energie in dir wirklich ganz präsent zu halten. Und dann in den nächsten Schritten nach dem Neumond zu schauen, okay, was stehen jetzt hier für Entscheidungen an? Den König und Königin der Schwerter. Es geht um Entscheidung, es geht um Klarheit. Also dir darf hier etwas klar werden. Vielleicht hast du lange im Kopf
Situationen durchgespielt. Jetzt ist es an der Zeit, still zu werden, geduldig zu sein. Vielleicht warst du auch lange geduldig und hast jetzt keinen Bock mehr darauf. Durchaus möglich. Verbinde dich mit dir, in dir und erlaub dir, dass es dir gut geht in diesem Moment. Und spüre, welche Impulse da an die Oberfläche kommen möchten. Super schön. Und ich sag dir ganz ehrlich, ich bin wie immer neugierig darauf, wie sich das jetzt in der Fortsetzung nochmal auf einer tieferen Ebene zeigt. Die Fortsetzung, ja, den Link dazu findest du unten in der Infobox. Wie immer alle Fortsetzungen im Hardmember-Bereich auf meinem Patreon-Channel. Ich freue mich sehr über dein Like, über dein Kommentar und auch über dein Abonnieren. Ja, und ich sag, hab einen gut bei dir ankommenden, dich ausruhenden Neumond und bis ganz bald oder bis gleich in der Fortsetzung. Alles Liebe zu dir.